1-0 für Reckless. 1-0 für Reckless, richtig. Und jetzt haben wir Syndicate schon gegen die Ronins. Geil. Syndicate gegen die Ronins ist auch schon mal gegen Syndicate ausgegangen. Mhm. Letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Aber die Ronins heute nicht unbedingt ihren besten Tag erwischt. Doch, ich finde sogar tatsächlich bisher ihren besten Tag. Das sieht vielleicht so aus, aber von den Ergebnissen spiegelt das leider nicht so wider. Okay, aber die waren halt ziemlich ganz weit unten, haben aber mindestens 2 Spiele gewonnen heute. Ja. So ganz scheiße kann es nicht gewesen sein. Oh, da geht auch direkt ein Syndicate-Spieler. Ich glaube, das ist sogar der... Nee, ist der erste bei Syndicate. Ist der erste bei Syndicate. Und der zweite bei Ronins. Ja. Syndicate immer noch in der Doppel-3 da am Stehen. Und aber auch hier vorne im ersten T-Pack. 4-3 also. Mhm. Es ist echt nicht so einfach, Syndicate aus den Deckungen rauszuschießen. Mhm. Die machen da nicht die klassische... Also die machen nicht viele Fehler, wie andere Leute so machen. Wenn die in der Deckung drin sind, so, dann spielen sie die auch ordentlich. Oh, jetzt hier Syndicate mit dem Dive in die M-Box. Oh, und da geht ein Syndicate-Spieler wieder Dirk hier. Dirk Großmann geht da vom Feld. Hat sich da rausschießen lassen aus dem großen Syndicate Tempel. Jetzt hier im M-Beam und in dem kleinen Tempel dort. Und auch noch hier vorne im T-Pack 50. T-Pack 50 setzt hier natürlich die Ronins richtig unter Druck. T-Pack 50 ist der Vogtländer Nummer 11. Ja, ne? Hochgezogen. Baby Dennis oder V, wie man ja, ihn nennt. V, genau. Und freut mich sehr, den hier spielen zu sehen. Weil der das ganze Jahr verletzt war. Er ist ja auch eigentlich offiziell immer noch verletzt, aber heute war halt einfach nichts anderes möglich, ne? Ich glaube, sie sind immer noch zu 6. Ja? Ja, der Pat müsste ja noch da sein. Okay. Oh. Handtuch? Oh, what? Ja. Jo, Punkt für Syndicate. Mhm. Das Handtuch hier geworfen. Ja, da waren sie auch auf jeden Fall am Drücker Syndicate hier. Ja. Wird und so. Richtig, ja. Und ich finde alles Punkte, die hier nicht zutreffen auf diesen Fall. Aber ja, also ich habe das auch von hier oben nicht so zu sehen. Du hast da erst Licht ins Dunkel gebracht. So, nächster Punkt. Ronins gegen Syndicate. Syndicate komplett alive. Ja, Ronins auch. Ronins auch, ja. Mhm. Ja. Syndicate macht das gut da. Komplette Backline. Die wird jetzt sicherlich anfangen. Genau gespiegelt. Nee, nicht ganz gespiegelt. Nicht ganz. Syndicate macht den tiefer Corner, ja. Wo Ronins Doppel-3 haben, hat Syndicate den T-Pack-Corner. Ja. Und Syndicate lässt jetzt hier so ein bisschen lässt die Knarren laufen. Und jetzt hier T-Pack 50, T-Pack 2. Direkt. T-Pack 2. Der kleine V. Ja, der kleine V. Hat einen schönen Bump gemacht ins T-Pack 2. Ja. Und jetzt ist er der T-Pack 50. Ja, und der hat nichts gekommen, hat er tatsächlich nichts abgekriegt. Ist da sehr offen durch die Lücke, die 3 hatten da einen schönen Spot drauf. Ja, und da geht jetzt was ab. Aber dafür passiert relativ wenig auf der Snake-Seite. Da liegt nämlich kaum eine Line. Aber gut gemacht von Ronins. Sauber ins T-Pack gekommen. Wichtiger. Oh, und da hinten geht ein Spieler in der Snake und das scheint eine Strafe zu geben. Jawohl, da geht auf jeden Fall da hat einer. V den Ronins-Spieler erwischt und dabei selbst nur einen Bouncer bekommen. Ronins aber auch noch zu dritt jetzt. Ja, Ronins zu dritt und Syndicate waren bis eben noch zu viert. Da geht aber zu fünft und sind jetzt auch zu viert. Ja. Zu viert. 4-3. 4-3. Ja, der V sitzt da. Man weiß aber auch, dass er da sitzt. Ja, man weiß, dass er da sitzt, aber er macht alles richtig. Er geht da jetzt kein unnötiges Risiko. Nö, muss er auch einfach schlichtweg. Genau. Jetzt stagniert es hier so ein bisschen. Die Ronins machen das ganz gut, sich hier auf der Backline da einzugraben. Ja, die Ronins sind da gut beraten, da jetzt kein unnötiges Risiko zu gehen. Ich kann sagen, ist auch noch nichts verloren. 6 Minuten Hunger. Oh, jetzt rappt er da allerdings sehr weit aus der 3 raus. Da geht aber der nächste Ronins-Spieler, die jetzt nur zu zweit sind. Malte Bohrmann hier in der Snake am Arbeiten. Genau, die Nummer 83 hier aus der Snake 50s. Versucht da Druck auf den Back Center. Ja. Hat er auch erwischt. Und hier Syndicate schon zu zweit hier auf der T-Pack-Seite und da ist auch der letzte raus. Ja, aber haben die Ronins auch lange runtergespielt? Ja, aber war bisher nichts in Gefahr, ne? Ja. 2-0 war ein sehr kontrolliertes Spiel. Ja, das kann man so sagen. In den nächsten Punkt zwischen Ronins und Syndicate. Syndicate 2-0 in Führung. Ah, Syndicate kommt sauber überall an. Schießen aber schon ein Ronins, 2 Ronins-Spieler. Komplette Snake-Seite ist offen bei den Ronins. Auch Syndicate verliert einen Spieler. 4-3. 4-3, ja. Für Syndicate. Kontrolliert von Syndicate. Wagen da nicht zu viel.
Ja, nehmen da jetzt den kleinen Cake auf der Snake-Seite und füllen auch den kleinen Tempel auf. Ja, jetzt auf dem Snoop hier. Ja, ja. Jetzt die beiden Tempel auf der Snake-Seite für Syndicate. Also Syndicate definitiv mit sehr stabilen und guten Feldpositionen. Richtig. Lassen den Pet auch mal wieder spielen hier. Nummer 19 bei euch im Bild, Patrick Frobel. Ja, der augenscheinlich auch wieder genießt. Viermal deutscher Meister. Viermal deutscher Meister. Jetzt ein T-Pack 1. Mhm, jetzt genau, hier auf eurem Screen ein T-Pack 1. Macht jetzt genau die 2% aller Fehler, die alle deutschen Teams machen nicht. Ja, da hat er sich jetzt mal selbst reingesetzt für den V. Macht ja augenscheinlich zu 100% alles richtig gerade. Halt hier der 13 im T-Pack ganz schön ein, ja. Ja, ja. Der 13, da können wir vielleicht auch einen Namen geben. Nee, weil da haben wir keine Nummern keine zu. Da Zahlen draufstehen, aber man kann ja sonst wir plädieren ganz klar für Nummernpflicht. Ja. Nummernpflicht auf Hopper und Jersey für nächstes Jahr. Wer hätte das damals gedacht? Oh, Taul hier. Ah, da haben wir Taul. Ja. Ronins, 4 Minuten 45, die wollen kämpfen, deswegen schmeißen sie zeitig das Handtuch. 3-0 für Syndicate. Sagen, genau. Ja. So, Syndicate, Ronin, die Ronins alles auf eine Karte gesetzt. Hier ins T-Pack 2, kommt auch ran. Ist sauber, alles sauber. Mhm. Bis jetzt zumindest noch. Der Ref springt aber auf und da gibt es nur for one. Es waren nämlich nicht alle sauber auf der Ronin-Seite. Nicht alle sauber, augenscheinlich, ja. Ja, das spielt der Syndicate natürlich gut in die Karten. Die sind nämlich jetzt 5 gegen 3. Genau so kommen, wie du es gerade gesagt hast, da passiert nichts mehr. Das werden die sich auf gar keinen Fall jetzt nehmen lassen. Zumal Syndicate sicherlich auch verfolgen wird, was gerade bei Breakout da passiert. Aber auch Syndicate 2 verloren. Syndicate eben auch überraschenderweise 2 verloren. Ja. Ja, Ronins und Reckless heute nicht schlecht. Reckless ganz besonders hier. Ne, nicht nur jetzt die Sache gegen ein geschwächtes Breakout-Team. Ja. Aber halt auch eben Kamenetscher aus dem Weg geräumt. Ja, Instinct in der Overtime. Ja. Und noch ein Team in der Overtime. Also tatsächlich hat Kamen Edger bisher hat Kamen Edger tatsächlich nur gegen die Ronins gewinnen können heute. Ehrlich? Ja. Ach ja. Zwei Spiele verloren. Sie haben allerdings auch noch ein Spiel und zwar im letzten Block gegen Destination. Und soll ich euch sagen, so wie Destination jetzt gerade drauf ist nach diesem Momentum hier. Ja, ja, ja. Die Daltons, ja. Das könnte ich mir vorstellen, die haben eine reelle Chance, die Jungs zu putzen. Oh, das wäre natürlich ein Highlight. Ja. Aber Kamen Edger, top motiviertes Team, muss man so sagen. Die geben auch eine ganze Menge und haben erhalten auch viel Vertrauen seitens Dai. Ja. Werden auch in den USA überall von Dai propagiert hier. Ne? Ja, Kamen Edger? Ja. Wird in der USA propagiert? Ja, tatsächlich. Die tauchen in jedem Werbespot in der PSP von Dai auf. Die werden da namentlich genannt auch und so. Ehrlich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, ist tatsächlich so. Habe ich gesehen. Ich habe mir wirklich das ganze Wochenende PSP größtenteils reingezogen. Und jetzt habe ich selber verantwortet. Es ist tatsächlich so, dass in den drei Werbespots da Kamen Edger auch ganz klar genannt und kurz gezeigt wird. Mhm. Abgefahren. Und ist ja auch jetzt nicht gerade so, dass sie da Scheiße tun. In den USA wären sie aber vermutlich ein vernünftiges Div 1 Team, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Ja. Ja, sehr 10 Punkte sehen wir hier gerade, ne? Ja, richtig. Also Syndicate ganz klar am Drücker, aber mit einem 3-0. Gehen sie da jetzt kein unnötiges Risiko, lassen sich die Zeit. Die wollen auch kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Nee, ne, was ja auch völliger Quatsch wäre, ne? Weil Breakout, für Breakout sieht es gerade nicht gut aus. Ja, sehen wir es mal genau, wie es ist. Ah, da geht auch der vorletzte Ronin-Spieler. 2 Minuten 20, 3 Punkte Rückstand, da passiert für die Ronins nichts mehr. Da wird er jetzt geholt, es wird mindestens ein Trade. Nee. Ah, ist schon weg. Ja, hat aufgegeben. Gut. Ja, da hat Syndicate dann den vierten Punkt. Ja, den vierten Punkt, 14-0, ein schönes 14-0 heute gemacht. Ja, und abschließend für Syndicate zu sagen, die haben diesen Tag alles richtig gemacht. Ja. Nichts abgegeben, haben ihre Must-Haves eingefahren, haben nur in 2 Spielen von 4 mal ein bisschen Nerven gezeigt und mal 2 Punkte. Also überhaupt, Syndicate ist wieder voll am Drücker, ne? Die haben ja auch am Anfang der Saison hart geschwächelt. Platz 5 nach.